Hallo, hier ist der Björn. Schön, dass du eingeschaltet hast bei Björns Leben. Und heute geht es um das Thema Cheat Days. Die Cheat Days gibt es in zwei Variationen, die ich jetzt mal so benennen darf. Es gibt einmal den Refeed Day und das andere mal den Cheat Day. Der Refeed Day ist zum Beispiel bei Leuten, die eine Low Carb Diät machen bzw. eine ketogene Diät. Das heißt, sie essen unter 100 Gramm Kohlenhydrate bzw. maximal 20 Gramm Kohlenhydrate, dass der Körper sich da umschaltet natürlich, da man keine Kohlenhydrate kriegt und das Fett verbrennt. Das ist der Sinn dahinter bzw. der Gedanke. Denn es heißt ja früher, die Neandertaler haben auch nur Fleisch und Nüsse gegessen. Und als die Ägypter anfingen mit den Kornfeldern, sag ich mal, mit dem Brotbacken und sowas, da gingen die Zähne bei den Leuten kaputt, da sind die Leute an Krankheiten, was weiß ich, gestorben und eher gestorben und ach, schauen wir auf jeden Fall. Gut, der Grundgedanke ist natürlich da, dass man seine Speicher wieder füllt, dass man wieder Energie dafür hat. Jetzt kommt natürlich die zweite Sache dazu und das ist bei uns die Abnehmen der Fall, nämlich der Cheat Day. Für viele ist es der tollste Tag der Woche, denn sagen wir mal, es ist der Freitag oder der Samstag und man denkt, ja, endlich ist es soweit. Ich kann heute essen, was ich will. Man darf jetzt aber dabei nicht vergessen, ich habe auch gerne Cheat Days gemacht, habe es jetzt aber geändert auf Cheat Meals. Ich erkläre euch auch später, warum. Nehmt euch mal das Beispiel, als jetzt die ganze Woche 500 Kalorien weniger. Das sind dann 7 Tage, sind dann ausgerechnet 3.500 Kalorien, genau. Und ihr esst an diesem Cheat Day 4.000 Kalorien mehr. Das heißt, ihr habt 4.000 Kalorien zu 3.500. Ihr habt 500 Kalorien mehr gegessen, als ihr die ganze Woche als Defizit hattet. Das heißt, euer Defizit ist futsch. Man sagt ja, man macht den Cheat, damit der Stoffwechsel nicht einschläft, damit der Körper, dadurch, dass er das Defizit hat, nicht die ganze Zeit denkt, oh Gott, ich kriege nichts mehr, ich werde verhungern. Weil für den Körper zählt nur eins, die Überlebensfunktion. Dem Körper ist egal, ob ihr dick oder dünn seid, Hauptsache er überlebt. Das ist sein Ziel, so ich will überleben, das sagt sich der Körper. Ja, beim Cheat, wenn ihr zu viel isst, wie mit den 4000 Kalorien und nur 3500 die ganze Woche das Defizit abgenommen habt, könnt ihr euch natürlich schon ausrechnen, was das gebracht hat, dann habt ihr nämlich die ganze Woche umsonst gegessen. Ja, was passiert beim Cheat Day? Das heißt, ihr esst viel, natürlich schießt der Insulinspiegel sonst wohin. Ihr habt richtig viel Energie. Man sagt zum Beispiel auch bei Bodybuildern oder Leute, die viel Kraftsport machen, dass sie dann richtig hier angeschwollene Arme haben. Natürlich werden die Kohlenhydrate und so gleich gut umgesetzt und man hat viel mehr Pump und viel mehr Kraft, das ist richtig. Man sagt auch, es hat einen psychologischen Effekt. Wenn ich jetzt die ganze Woche wirklich streng diätet habe, ich habe 6 Tage ordentlich gegessen, ich habe 6 Tage wirklich mich immer ans Defizit gehalten, dann kann ich ja den einen Tag wirklich essen, was ich will, so viel ich will wie früher. Ja, und jetzt kommt natürlich der Punkt, wo ich mir auch denke, dass es für uns Abnehmen ziemlich schwierig ist, denn ich habe es jetzt selbst mal 3 Wochen lang getestet. Und wenn ich meinen Cheat Day mache, dann, wie soll ich sagen, es kommen wieder diese extremen Fressattacken. Man isst hier einen ganzen Becher, Eisbecher Ben & Jerry's, man isst hier eine große Pizza, man trinkt hier eine Cola oder was dazu. Und jetzt ist es nicht schlimm, so einen Cheat Day zu machen, wenn man halt in so ein bisschen über den Cheat Day nachdenkt, das kommt aber auch noch später. Sondern schlimm ist, dass man wieder an dieses alte Verhaltensmuster reinkommt. Und bei mir ist jetzt die Sache, ich habe wirklich 3 Wochen gegessen wie früher, sag ich mal. Ich habe zwar mein Defizit eingetragen, habe dann aber immer wieder mehr gegessen und habe dann 3 Wochen für nichts gegessen durch diesen, sag ich mal, durch dieses zu viel Fressen an dem Cheat Day. Teilweise hatte ich auch einen zweiten Cheat Day dazugezogen, weil ich mal testen wollte, ob es wirklich was bringt beim Abnehmen. Deswegen habe ich das jetzt bei mir ein bisschen abgeändert. Und zwar ist es bei mir jetzt der Fall, ich mache ein Cheat Meal. Das heißt, ihr wisst, was ich sonst mal gerne esse, ist Reis, Kartoffeln und solche Sachen. Viel Geflügel, Fisch, gesunde Sachen, einfach Gemüse. Mein Cheat Meal heißt, dass ich dann einmal die Woche oder von mir aus auch zweimal, zum Beispiel, ihr kennt ja meine Burgerfotos, genau, dass ich so einen hammer, lecker, geilen Burger esse. Mit einer kleinen Pommes dazu und fertig. Das ist mein Cheat Meal. Das tut mir genauso gut wie ein Cheat Day. Denn ich mache das nicht wie viele, dass ich auf Schokoriegel oder sowas in der Woche verzichte. Denn warum soll ich denn auf Schokoriegel verzichten? Wenn ich Lust auf einen Schokoriegel habe, dann esse ich diesen auch. Warum esse ich ihn? Weil ich Lust drauf habe. Ich esse es in Maßen. Das heißt, ich teile es mir ein. Ich sage jetzt, ich habe jetzt 220 Kalorien, kostet glaube ich ein Schokoriegel. 228, ich weiß jetzt nicht genau. Und der ist in meinen Tageskalorien drin. Ist er nicht mehr so drin? Heute vielleicht nicht. Du kannst ihn dann aber morgen essen. Oder aber, was ich dann auch gerne mache, ich esse ihn trotzdem, esse aber am nächsten Tag weniger Kalorien. Das heißt, das, was ich heute mehr esse, esse ich am nächsten Tag weniger. Dass das immer in einem Gleichgewicht drin ist. Denn man sollte nicht vergessen, bei einer Diät ist das Wichtigste wirklich das Defizit. Und das muss man auch halten. Das heißt, es bringt nichts, wenn ich den einen Tag 500 Kalorien weniger esse, den nächsten 700 mehr. Und versteht ihr?
dann habt ihr den einen Tag zu wenig gegessen und immer noch 200 Kalorien mehr. Die Sache, die ich euch einfach sagen möchte, ist, probiert das mal aus mit einem Cheat Meal. Das heißt, schränkt euch nicht ein mit dem, was ihr esst. Denkt nicht, oh, ich darf den ganzen Tag keine Süßigkeiten essen, sondern esst eine Süßigkeit, wenn ihr Lust habt. Nur überdenkt, wie viel ihr davon esst. Und wenn ihr meint, ihr müsst einen ganzen Cheat Day machen, was natürlich jeder machen kann, wie er möchte, überlegt ein bisschen, denkt einfach nach, ich mache jetzt den Cheat Day, ich esse jetzt morgens das, mittags das, abends das und zwischendurch diese Sachen. Überlegt ein bisschen, wie ihr den Cheat Day macht und fresst nicht einfach wild drauf los, so wie früher. Denn dann steht wirklich die Chance, dass ihr in dieses Muster von früher kommt. Und da wollen wir nicht wieder hin in dieses, oh, ich esse den ganzen Tag und hier und da aus Langeweile. Und ihr wisst, dass es kein Hunger ist. Ihr wisst, dass es Appetit, der aus Langeweile kommt. Nichts anderes. Und das ist das, was wir vermeiden wollen. Gut, also kurz zusammengefasst, es gibt den Refeed Day, es gibt den Cheat Day. Der Refeed ist für Sportler oder Leute von mir aus, die Low Carb machen, die dann Energie sich holen wollen. Wir haben aber unseren Cheat Day. Wir ändern den Cheat Day jetzt einfach in die Richtung Cheat Meal, denn wir müssen auf nichts verzichten. Wir können auch weiter etwas essen, Schokolade sei es oder dies oder das, nur in Maßen, nicht in Mengen. Und beim Cheat Meal holt euch eine große Pizza, lasst es euch schmecken. Esst den Rest des Tages aber normal und esst am nächsten Tag vielleicht ein bisschen weniger, als das Defizit hat, sei es vielleicht 100, 150 Kalorien. Dann habt ihr auch allein durch den Cheat Day wieder so einen Pegel drin, wo es ausgeglichen ist, da ihr am nächsten Tag weniger gegessen habt. Könnt ihr mal einfach testen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Wenn ihr nicht abonniert habt, dann macht das doch. Hier kommen viele schöne Videos. Ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, Björns Leben. Da seht ihr meinen Essenstag meistens oder auch mal ein Foto von mir. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.